eingelassen und die andere Seite. Jetzt geht er auf der anderen Seite. Und die kennen den Roboter, die Kühe. Ja. Heiß. Ja. Guck mal, wie. Also man muss mit denen gar nicht laut werden oder so. Aber die nehmen ihre Umgebung tatsächlich über die Ohren wahr und über den Geruch. Gucken können sie auch, aber nicht ganz so gut. Also der Gehörsinn ist tatsächlich weitaus größer ausgeprägt und die kriegen das mit. Der piepst manchmal ganz. Ja. Kann man das jetzt hören? Ja, der hat ab und zu gepiepst. Ja. Ja, genau. Und wenn der losfährt, piepst der einmal. Das hören die im ganzen Stall. Weil wenn man jetzt mal leise ist, dann hört man jetzt auch wieder. Ist Ruhe. So viele Kühe. Wenn wir mit den Kindergartenkindern hier durchgehen, dann ist das immer, wenn Kindergartenkinder kommen, das ist ja wie so ein Schnatterhaufen, der ankommt. Ne? Ja. So 20 Kinder. Und dann gehen wir hier rein. Ne? Schnatter, dann werden sie, schnatter, schnatter, dann werden sie schnatter, ruhig. Schnatter, schnatter, schnatter. Werden sie dann ruhig? Und dann sage ich immer, seid mal alle ganz leise. Und dann sage ich, was hört ihr? Drecker. Sonst nichts. Sag ich, sieht mal. Drecker. Das sind mindestens 10-mal so viele Kühe, wie ihr Kinder hier seid. Wie leise die sein können. Das ist eben der Unterschied. Kühe kommunizieren nicht über Sprache, sondern ganz viel über Körperhaltung. Sie haben da vorhin gesehen, wie die sich einmal so weggepufft haben. Das reicht, wie sie ihre Ohrstellung hat, wie ihr Habitus gegenüber der Nachbarkuh ist. Das reicht als Kommunikation. Ah, ja. Aber die Kinder haben nicht diesen Drang, automatisch ruhig zu werden, wenn sie da reingehen? Sie sind beeindruckt? Die schnattern weiter? Oh, hätte ich jetzt nicht getan. Ja, die unterhalten sich, ja klar. Unsere Kommunikationsform ist immer das Sprechen. Ist bei den Kindern ja auch nicht anders. Aber bei mir ist jetzt so, wenn ich da reingehe, bin ich erstmal sprachlos. Mhm. Nee, vor allem wie groß und ja, sauber, ne? Und ordentlich das alles aussieht. Also ganz toll. Ja. Noch nicht gemacht werden, ist immer so. Das ist gigantisch. Das ist immer so. Ja. Wahnsinn. So, ich mach mal Simsalabim. Simsalabim. Die Kuh in Goslar. Ich bin Wein, bis an die Laune des Altars. So steht es in der Bibel. So steht es in der Bibel? Ja, Pfingsten ist das so. Pfingsten ist das so. Ja. Vielen, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Wir ziehen weiter und auf ein gesundes Wiedersehen in der Schlemmerstube Kolkwitz. Wir danken für Ihr Interesse. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.